So Leute, hallo, willkommen zurück bei World of Tanks. Und wie ihr seht, habe ich jetzt die ganze Zeit gesuchtet und jetzt habe ich endlich den E100. Ich habe euch einen kleinen Moment zum Staunen gerade gegeben. Ja, und dann habe ich doch den Leopard 1. Und dann habe ich doch die amerikanische Arti. Und dann habe ich noch, nein, den Heck zeige ich euch nicht, da habe ich noch den Badget. Ja, jetzt wird es etwas fragwürdig, warum habe ich die ganzen Panzer. Ich bin auf dem Testserver, den gibt es zwar schon seit längerer Zeit. Der ist seit längerer Zeit online. Aber das ist schon die zweite Testphase. Und ja, ich habe mir mal ins Herz gefasst und habe mal die 8,5 GB runtergeladen und hau jetzt mal ein Video raus. Ja, ich bin ja nicht wirklich jetzt dabei hier aufzuzählen, was jetzt so neu ist. Es sind halt eben ein paar Bugfixes auf ein paar Karten. Dann sind da noch einige HD-Modelle kamen hinzu und ja, dann wird halt eben Spielmodus Festung für Clans. Ja, ist so Test halt eben da. Ja, aber ich bin halt eben so der Kerl, der so ein bisschen Panzer ausprobiert. Genauso wie alle anderen, die sich, glaube ich, Testserver runterladen. Ja, wir spielen jetzt mit dem R100 und wir schauen mal, was das Leben so bringt. Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch bemerkt habt. Und zwar habe ich jetzt noch was zu meinem Aufnahme-Equipment dazu gekriegt. Mein Popschutz ist jetzt heute gekommen. Und jetzt habe ich noch mal so ein fettes Ding vor der Nase. Jetzt sehe ich endgültig nichts am freien Bildschirm. Ja, also deswegen. Also ich habe das Ding jetzt ausgepackt und habe es jetzt dran montiert und jetzt so. Outer City angeschmissen. Ja, hört sich gar nicht so schlecht an. Das Poppen ist weg. Obwohl sich jedermann sich doch das Poppen wünscht. Witz gerissen. Ja, deswegen wollte ich einfach gleich ein Video aufnehmen. Und ich habe halt keine Ahnung, warum es so rumleckt. Mein Ping ist, geht so gerade auf 200. Warum auch immer. Das gefällt mir nicht so. Naja, wir schauen mal, wie es sich so während dem Spiel tut. Solange es sich auf 300 oder so geht, ist ja noch einigermaßen okay. So ein Ping. Lässt sich ja noch einigermaßen spielen. Ja, beim R100, da habe ich natürlich noch das beste Equipment drin. Große Erste Hilfe, große Reparaturkasten, automatische Feuerlöscher und lauter Goldmuni natürlich. Und unsere Badget, die fackeln natürlich ab. Oh, doch nicht. Oh, doch. Hat er doch nicht geschafft. Ja, was so auffällt, halt eben auf dem Testserver spielen alle halt eben so ein bisschen aggressiv, so ein bisschen offensiv. Sie gehen etwas leichtsinniger. Und ich habe jetzt keine Lust, hier oben irgendwie zu sein. Ich bin zwar ein R100, ich halte was aus, aber mir fehlt die Übung. Und hier ist gerade so ein richtig schlimmes Rumgeballer. T57 Heavy haben sie auch jetzt gleich verloren. Hallo, ihr ist hier. Ja, natürlich schießt er auch mit Gold. Wer schießt hier nicht mit Gold? Der hat mir, glaube ich, nee, durch den Turm hat er geschossen. Ah, komm. Fahren wir mal rum und klauen uns die T57. Ey! Schau in der Kack. Bom! Oh ja. Oh ja. Eine dicke Kanone. Hallo FV. Oh verdammt. Na, 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 na. Hier ist 4 Dessal. Na, hast du keine Reparaturkette? Brenne für mich. Hä? Was soll denn der Scheiß? Wir machen mal so ein bisschen Patzerung an Winkeln. Ach ja, und die Patchet hat uns angegriffen, ist mir aufgefallen.
LRV. Oh, 850 Schaden, ist auch nicht gerade wenig. So, wir fahren mal ein bisschen mehr in Deckung. Wir werden hier so ein bisschen auch unter Druck gesetzt. Oh, da ist ja, das ist gefährlich. Na, vielleicht zeigt ihr es ihm nochmal seinen Arsch. Ah, komm. Zeig ihn mir, Baby. Oh ja, komm, zeig ihn mir. Zeig ihn mir noch mehr. So, fixe die FV rausgeholt. Das war eigentlich nicht meine Absicht. Das ist mir aber so nebenbei aufgefallen. Deswegen. Ach, nehme ich hier auch noch. Hallo ES4, kennst du mich noch? Ich habe ein Double Kill, yeah! Ich merke gerade, ich scheine vielleicht gut mit dem R100 umzugehen. Wenn einige meinen, nein, okay. Gehe ich halt eben nicht gut mit dem R100 um. Ich habe meine eigene Meinung. Ah, haben die noch einen Waffenträger gammeln? Da haben sie noch eine Batchet. Hä? Okay, das war gerade Pech. Und der hat auch Pech. Pech. Richtig Pech. Richtig Pech hat der da. Der Kollege gehabt. Also ich habe hier auch irgendwie richtig Glück mit dem E100 mit meiner Panzerung. Und wir kaum bouncen hier alle hier. Ich in meinem letzten HP krieg hier richtig Spartaner. Super Spartaner. This is Spartaner. This is Sparta. Na, Medaille. So, die Arti nur noch. Kill Nummer 3. Hoffen wir es. Und dann. Schauen wir, was wir als nächstes fahren. Verdammt. Hat mich gesehen. Böse. Very, very bösigly. AMX-50B, mach mich stolz. Du hältst den Schuss eh aus. Komm. 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 Das ist so ein bisschen langweilig. Ja, die Arti, wir haben 3 Artis und keine von denen scheint zu treffen. Das ist ein bisschen peinlich. Ah, geht doch, dankeschön. Gibt's ein Doppel-G? Ja. Victory, was sonst? Wir sind natürlich ganz oben. Hey, kein Spartaner? Was soll denn das? Ich wollte noch kurz was schauen. Moment. Schadenabwehr durch Panzerung. So, Assist, nee. Da, Block bei Armor, 1889 Nos. Ist okay. Was fahren wir? Wir fahren Todesstern. Fahren wir Todesstern? Ich weiß nicht. Oder machen wir Terror mit der Arti? Oder fahren wir die Batchet? Fahren Batchet. Der Plastikpanzer. Sagenhafte, was weiß ich, er kann so viel Millimeter haben, wie man will. Durch Plastik kommt man eh durch. Er hat 100 Millimeter Panzerung, yeah! Plastik. Oh. Cool. Der billigste, der wortwörtlich billigste Panzer, den es gibt. Einmal zweideutig, einmal weil er billig zu produzieren ist und einer so, und andererseits, weil er nichts kann. Müsste man auch geben. Der billigste Panzer der Welt. So, und ich fahre gehe wieder mal meinen Panzerinstinkten nach. Ich fahre einfach da lang, wo ich immer lang fahre oder wo ich meine, wo ich lang zu fahren habe. Der ABT-69, yeah. Da hat sogar der Rheinmetall aus dem Gegnerteam besser.
kurz hier hochschießen. Also fahren. Falls es euch interessiert, wir machen 390 Schaden mit 330 Durchschlag mit der Gold. 390, genauso wie so ein Abcover als S mit der großen Wumme. Und wir spotten natürlich hier erstmal ein bisschen was. Ist ja mit Bitchet nicht ganz so schwer. Hat, glaube ich, die höchste Sichtweite, deswegen merkt man das manchmal. Bei Camping Novka, da fällt eine Bitchet nach vorne. Die, also nicht wirklich nach vorne, die guckt da nur wirklich rum. Oh, verdammt. Und, ja, die fährt kurz aufs Feld und dann hat sie natürlich fast da gespottet, das ist aber ein Ding. So, den machen wir jetzt down. Oh, der hat uns doch erwischt. Der Speck, der noch nach uns gesnippt hat. Bei der Turmdrehung. Wir laden nochmal schnell nach. Unser STB, der ist auch schon... Hier. Der ist vollkommen Banane. Unser STB. Oh, da haben die auch eine V. Warum gucke ich hier eigentlich? Das ist zu gefährlich. Ich lade erst doch nach. Wir blocken den STB oder wir schubsen ihn runter. Oh, schade, geht nicht. Sonst hätte ich sie jetzt wieder geschubst. Was denn? Ich habe aus Versehen W gedrückt. Das kann auch mal passieren. Meine Gott. Hat er gerade nach uns geschossen? Hat er die Witterung gerochen? Oh. Ich muss schon sagen, die Granaten sind nicht gerade schnell von Bedshed. Oh. Aua. Objekt. Jagd euch. Ziemlich schnell die Trap. Wow. Uiuiui. Explosions. Die drei Granaten im Magazin behalten wir natürlich. Huch. Da hat irgendwas gerade wieder mit der Verbindung nicht gestimmt. Oh, der letzte Schuss. Zack. Verdammt. Natürlich bounced der. Warum soll er auch durchgehen? Ich meine, ich bin der Ecki. Natürlich ist es Schicksal gegen mich. Wir fahren mal hier auf die andere Flanke, gucken uns mal die Map an. Ja, hier haben sie schon deutlich was geändert. Diese, an dieser Map haben sie auch was geändert. Das ist wahr. Hoppala. Kurzer Leck. Ich finde, das Nachladen fällt nicht so wirklich auf bei der, beim Badget. Hä? So viel Schaden kriege ich dadurch. Ich meine, ich hatte doch über 400 HP. Hier, guckt euch das mal an. Und ich meine, das ist ja noch so krumm. Da rolle ich doch irgendwie mich ab oder so. Menge. Sporzin. An der Spielmechanik können sie noch was machen. An der Physik, Entschuldigung. Wir fahren Leopard 1. Der ist cool und der ist ein Deutsch und Leopard halt. Leopard 1. Wunderschöne knacksende Stuhl bei mir. So, jetzt sitze ich wieder richtig. So, wir fahren natürlich die Medium-Seite lang. Ich wollte gerade sagen, wir fahren rechts lang, aber ich weiß nicht, auf welcher Seite wir sind. Ja, auf der richtigen, wir fahren rechts. Jo. Wir machen mit dem Beast 390 Schaden, 330 mm Durchschlag. Beim anderen haben wir, bei der normalen Muni, haben wir 268 Durchschlag. Das ist Kraft.
Oh, oh, oh. Was ist mit dem Ping los? Der ist gerade auf 700 gewandert. Das mag ich nicht. So, was kann ich jetzt gerade zum Leoparden sagen? Er sieht optisch geil aus. Er ist sehr leistungsstark. Vorne hat er zwar 70 mm seine Panzerung. Ja, das ist jetzt nicht halt eben so ein Panzer, der auf Panzerung setzt. Aber halt eben auf Kanone. Also er hat eine gute Schadensbilanz. Schaden pro Minute. Kann ich glaube ich sagen. Gute Durchschlagskraft. Und er ist halt eben sehr flink. Und ich wollte gerade sagen, dafür, dass es ein deutscher Panzer ist. Ja. Aber das wäre dann halt wieder irgend so ein Vorurteil. So, jetzt weiß ich nicht, was ich hier jetzt machen soll. Was soll ich machen? Ich würde gerne wissen, wann der Leopard 1 gebaut wurde. Weil im Zweiten Weltkrieg kam er sicherlich nicht zum Einsatz. Finde ich. Also sogar, das kommt mir halt eben hier ein wenig zu modern vor. Muss ich erwähnen. Ja, vielleicht so. Hm. 1970, 60, 70 vielleicht. So, den Kerl, den haben wir jetzt mal richtig abgefuckt. Aber ja, ich würde eben so schätzen, 1960, 1970. Ich bin mir da zwar relativ unsicher, aber wieso nicht? Vielleicht hatten wir solche supergeilen Ingenieure, die schon vielleicht Ende Zweiten Weltkrieges geschafft haben. Weil ich meine, die Deutschen haben sich auch... Es dauert halt eben. Bisschen Panzer zu bauen. Alter. Also einen guten Panzer zu bauen, vor allem. Das richtig auszubalancieren. Er braucht natürlich einen starken Motor. Ein Motor darf nicht viel Platz verschwenden. Und ja, und er darf halt eben auch nicht so viel Sprit fressen. Also leistungsstark muss er sein und so wenig Sprit wie möglich verbrauchen. Aber es ist halt eben schwer bei Panzern, ne? Weil sie immer viel Sprit verbrauchen. Ja, und dann braucht er halt eben noch eine gute Kanone. Das ist, glaube ich, das geringste Problem beim Panzerbauen. Aber dann braucht er auch Platz für Munition. Weil bei einigen Panzern, da wurde halt eben der Platz für entweder für, halt eben, wie gesagt, entweder für Munition oder für Sprittanks verbraucht. Dann hatte man entweder weniger Munition oder weniger Sprit. So, so im Schnitt könnte ich vielleicht sagen, dass ja, so ein Durchschnittspanzer vielleicht 100 Kilometer Strecke fährt. Ja, weil er fährt, kommt halt eben drauf an, auf welchen Boden er fährt, ob er jetzt auf Straße fährt oder auf der Straße fährt oder im Gelände. Gelände verbraucht er logischerweise mehr Sprit und er fährt dafür auch langsamer. Was heißt, er fährt dafür auch langsamer? Er fährt leider langsamer. Ja, und auf Straße, ich weiß jetzt nicht gerade von welchem Panzer, also ich habe mir mal viele Wikipedia-Artikel über verschiedene Panzer durchgelesen. Und bei irgendjemandem war es halt eben, dass er auf der Straße vielleicht 110 oder 120 Kilometer schafft. Ja, Kilometer weit kommt mit einer Tankladung. Und halt eben nur 80 Kilometer auf dem Feld. Der arme andere Leopard 1, der hat jetzt gerade richtig Pech. Wir kommen hier gerade, sind gerade richtig gut am Spielen, muss ich sagen. Das ist eine richtig gute Runde. Und wenn ich jetzt einen E100 getroffen hätte, dann hätte ich gefeiert. Also den GW, meine ich. Nicht unser. Ey! Arschloch! Dafür, was ich alles für euch getan habe. Naja. So eine kleine Unterrichtsstunde habe ich gerade gegeben zu Panzern. Fragt nicht warum, ist einfach so. Und ich bin irgendwie
auf mysteriöse Weise wieder ganz oben. Also ich denke mal, dass der Leopard 1 einer der Panzer ist, zu denen ich, glaube ich, noch ein Ziel setzen sollte. Ja, also dass ich, also scheint vielleicht gut mit ihm umzugehen. Also vielleicht ist es einfach nur Glück in dem Gefecht, dass ich jetzt hier gut in dem Gefecht war, in anderen Gefechten. Also ich habe natürlich schon ein paar Mal gespielt, da habe ich halt eben schneller verkackt. Und, ja, also, muss ich nochmal gucken, aber der Leopard, der ist ein geiler Panzer und er gefällt mir sehr, den zu spielen. Deswegen werde ich den, kommt er auf meine Liste zu den Panzern, die ich mal in meiner Garage stehen haben will. Und nicht nur auf dem Testserver, sondern auf dem normalen Server. Ja, und ich gucke gerade auf die Uhr, 20 Minuten haben wir, gleich 21 und das war's jetzt mit dieser Folge. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich noch eine Folge vom Testserver. Mal schauen, vielleicht zeige ich dann noch ein paar andere Panzer. Könnt ihr ja vielleicht, wenn ihr wollt, in die Comments schreiben, fahr mal den und den Panzer, kann ich dann machen. Der Testserver ist noch eine Weile lang offen. Und natürlich könnt ihr selber auch Testserver runterladen und drauf spielen, so ist es nicht. Und ja, lasst mal irgendeine Bewertung da, Kommentar, was auch immer. Und ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.